Ich bin so unterdrückt worden im Kinderheim. Ich wurde jedes Mal in ein Zimmer reingesteckt, wo immer 7 oder 8 Jugendliche drin waren, größer und stärker als ich. Ich habe die erste sofort eine auf die Fresse gekriegt. Ich habe immer gesagt, du kannst mich schlagen, aber du wirst eins nicht machen, du wirst mich nicht brechen. Die konnten mich nie brechen, nie, egal welche Schmerzen ich hatte. Und dann wurde ich so, wie ich jetzt bin, weil ich in Deutschland festgestellt habe, wenn ich einem Panzerfabrik aufgebaut hätte, hätte ich jegliche Unterstützung des Staates bekommen. Also wirklich alles, tue ich aber eine Lernstiftung gründen, um benachteiligten Jugendlichen zu helfen, kriegst du nichts. Null. Null. Absolut null. Kümmert euch um die Kinder, weil die sind Diamanten. Das ist unsere Zukunft. Wenn wir sie allein lassen, wenn wir denen keine Perspektive geben, müssen wir uns nicht wundern, dass Deutschland keine vernünftige Zukunft haben. Deshalb habe ich die Lernstiftung. Ich möchte, dass die Menschen vernünftig Deutsch lernen, Deutsch schreiben können, Mathematik. Ich habe auch Straffällige bei mir. Ja. Das ist doch in Ordnung. Die kann man doch nicht abschreiben. Und das möchte ich Deutschland rüberbringen, die Mentalität. Wir haben eine Kämpfermentalität. Ja. Lasst uns die wieder uns in unsere Genen reinkriegen. Wir geben nicht auf. Wir werden immer weitermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen, wichtigen und spannenden Folge. Marc spricht mit heute Uwe Hück. Hallo Uwe. Servus. Schön, dass du da bist. Unser letztes Video hat großen Anklang gefunden. Wer es noch nicht gesehen hat, ich kann es nur empfehlen, es wird hier oben sein. Über 220.000 Zuschauer, viele Kommentare und alle haben gesagt, Mensch, Uwe, der Coole, den musst du nochmal einladen. Und jetzt gibt es auch die Gelegenheit dazu, es gibt viel zu berichten. Aber viele wollten auch wissen, wer ist das eigentlich? Was ist sein Werdegang? Also ist er auch abgefahren, Thai-Box-Europameister, Box-Weltmeister, Betriebsratschef bei Porsche, Aufsichtsrat bei VW, diese ganze Expertise. Und dabei auch noch aus dem Weißen Haus. Also wie kommt man denn vom Weißen Haus zur Managerebene? Vielleicht möchtest du kurz uns da einführen. Wie ist der Werdegang von Uwe Hück? Wer ist es überhaupt? Also, mache ich sehr gerne. Erstens, ich kam vom Sperlingshof, das ist bei Wilferdingen. Bei Pforzheim kam ich aus dem Kinderheim. Ich war 15,5 und normalerweise müsste ich in Jugendheim rein, weil ich war noch nicht volljährig. Und dann habe ich die ersten Verhandlungen beim Jugendamt geführt, das mache ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, brauchst nicht machen, dann machst du eine Lehre. Ich habe dann gesagt, okay, keine Ahnung was. Ich habe Maler und Lackierer entschieden. Und dann habe ich eine Zimmerwohnung bekommen. Das war ja für mich wie eine Villa. Ja. Ich war ja früher immer in einem Zimmer drin mit 3 oder mit 8 Personen. So, und dann habe ich da Thai-Boxen gelernt. Da habe ich einen kennengelernt, weil in Pforzheim gab es noch die Franzosen und die Amerikaner in der Zeit noch, haben ihre Kasernen gehabt. Und da habe ich Taekwondo gemacht und habe da relativ schnell gemerkt, wenn du Erfolg hast, jubeln die Menschen dir zu. Denn früher hatten sie ja immer gesagt, aus dem Bub kann nichts werden, weil ich ja im Kinderheim war. War das so? Wurdest du richtig gemobbt? Ja, richtig, aber richtig stark. Hat es dich auch stärker gemacht? War das Teil deines Werdegangs dann? Oder hat ich, hatte, ich, hat, ich hatte glücklicher Fall einen Erzieher gehabt, der gesagt hat, wehr dich. Ah. Wehr dich. Und jetzt kommt's. Er hat aber gesagt, du musst da was dafür tun. Ich habe Sport gemacht auf den Toiletten mit Liegestützen, in dem Bad. In den Bädern, wo ich drin war, habe ich Klimmzüge gemacht, weil wir hatten ja kein Sportzentrum in Kinderheim gehabt oder sowas. Und habe mich da fit gemacht und habe immer den Redelsführer herausgefordert. Und er hat durch seine Stärke Menschen unterdrückt. Und ich habe mir geschworen, wenn ich mal gewinnen sollte, dann tue ich meine Stärke verwenden, um Schwache stark zu machen. Sehr gut. Das macht jetzt alles Sinn. Deswegen auch die Lernstiftung. Deswegen auch dein Einsatz, dein Engagement für die Schwachen in der Gesellschaft. Und dann wurde ich Europameister, habe die Lehre auch beendet mit 2,2. Fragt mich nicht wie. Also ich war selber erstaunt, dass ich so gescheit bin. So, und dann habe ich den Europameister gemacht und wollte jetzt den Weltmeister machen, den Weltmeistertitel in Thailand. Und mein Manager hat mich ja beschissen. Er hat 20.000 D-Mark pro Kampf bekommen und ich 2.500 D-Mark. Wow. Jetzt musst du ja kein Mathematikprofessor sein, um festzustellen, da ist eine Lücke. Ja, klein, aber fein. Ja, dann habe ich ihn rausgeschmissen und jetzt sagt der Schwabe, wenn es kein Geld hat, muss schaffen. Und dann sah ich in einer Annonce, Porsche sucht einen Lackierer. Und ich selbstverständlich, wie es ist, ein bisschen drin geschrieben. Und die haben einen Fehler gemacht. Die haben mir ein Schreiben geschickt, sie können mich nicht nehmen, weil ich nicht qualifiziert wäre. Da habe ich angerufen und gesagt, woher wissen Sie, dass ich blöd bin?
Dann hat er gesagt, kommen Sie mal vorbeikommen. Ich sage, ich komme aber ganz schnell vorbei. Und dann bin ich vorbeigefahren. Und die haben dann gleich gesagt, wollen Sie Schafe? Na, ich sage, wenn es sein muss, ja. Weil ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte nur sagen, bitte hört auf, in der Ferne zu entscheiden, dass ich blöd bin. Ja. So. Und da war ich in der Nachtschicht gegangen. Nach 2 Jahren wollte ich eigentlich nach Thailand, um die Weltmeisterschaft dann auch anzutreten. Und in der Nachtschicht war ein Meister, der hat immer gesagt, hält dein Gosch, sonst gehst du Bosch. Und ich dachte, was ist jetzt los? Hm. Irgendwann nahm ich ihn, nahm meine Brust und habe ihm gesagt, wenn du das nochmal machst, dann fliegen wir beide raus. Und da haben alle geschrien, wer hat Betriebsrat? Ich wusste gar nicht, was das ist. Das war 1986, 87. Ich wusste wirklich nicht, was das ist. 1990 wurde ich Betriebsrat und war dann Chef 20 Jahre Betriebsratsvorsitzender, Konzernbetriebsratsvorsitzender, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei Porsche und im Aufsichtsrat bei VW. Aber jetzt kommt's. Ich habe einen zweiten Bildungsweg gemacht, Arbeitsrecht, Sozial- und Tarifrecht. Also, wenn du etwas annimmst, musst du dich auch qualifizieren, was ich ja unsere Politiker immer wieder empfehle. Wenn du eine Funktion übernimmst, versuche erstmal die Qualifikation zu erreichen. Ja, das haben wir ja nicht in unserer politischen Elite momentan leider. Ja. Darüber haben wir ja letztes Mal auch gesprochen. Und es wird ja leider immer schlimmer, muss man sagen. Die Nachrichten seitdem sind eher noch desaströser, als sie zuvor waren. Interessant. Und dann warst du auch dabei, als Porsche versucht hatte, VW zu übernehmen, also den ganzen Aufstieg auch mit Wendelin Wiedeking, dem unglaublichen Erfolg auch von Porsche, den wir dann gesehen haben. Und dann war ja irgendwann Ende. Was war dann, kam nach der Karriere bei Porsche auf Uwe Hück zu? Was mal vielleicht ganz arg mag, wichtig ist, ich war einer der mächtigsten Arbeitnehmervertreter in Deutschland. Ich habe aber gemerkt, dass ich arrogant wurde, weil ich eine hohe Macht hatte. Echt? Ich habe gemerkt, dass ich abgehoben bin. Okay, hat er nicht gut getan, dieser Erfolg? Der langfristige Erfolg. Was wollte ich damit sagen? Du weißt genau, viele Politiker oder viele Menschen, die Erfolg hatten und nicht rechtzeitig den Absprung hingekriegt haben, sind untergegangen. Hm. Man muss alle mal die angucken. Ja. Und ich habe, und meine Kinder haben mir aufmerksam gemacht, dass ich mich verändert habe, dass ich nicht mehr der Uwe bin. Also negativ. Mhm. Ja, und so offen muss man sein. Und das ist sehr wichtig, dass man sehr offen mit seinem Leben umgeht. Und da habe ich entschieden, ich will wieder Uwe sein. Und das war 1985. Ich bin ja zu Porsche gekommen, um die Weltmeisterschaft zu erreichen und nicht, eine hohe Funktion zu bekommen. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich 1985 war. Ich bin wieder der Uwe. Ich bin wieder der geworden, den ich immer war. Das heißt aber nicht, dass der Erfolg, den ich hatte, schlecht war. Aber du hebst ab. Du musst immer einen Absprung finden. Du musst wieder zurück in dein Leben, was wir vorhin schon gesagt haben. Wenn ein Politiker 30 Jahre in der Politik ist, hat er das Volk verloren. Bin ich zu lange mächtig, verliere ich auch das, ich sage einfach die Bürgerschaft. Die Bodenhaftung auch. Und da und so offen möchte ich auch den Zuhörer wirklich sagen und Zuschauer sagen, ja, Erfolg ist gut, aber du rechtzeitig den Absprung wiederfinden. Werde wieder normal, geh wieder auch mit deinen Beinen auf Erden und versuch nicht abzuheben, weil sonst hätte Herrgott uns Flügel gegeben und nicht Beine. Das muss man ganz offen sagen. Also was habe ich gemacht? Ich habe ein Sportzentrum gemacht. Also das, was ich immer machen wollte. Ein Sportzentrum, warum? Weil ich eine Lernstiftung habe, die ist auf der gleichen Ebene. Und ich möchte den Ertrag, den ich erziele durch ein Sportzentrum, die Lernstiftung teilfinanzieren. Warum? Weil ich in Deutschland festgestellt habe, wenn ich eine Panzerfabrik aufgebaut hätte, hätte ich jegliche Unterstützung des Staates bekommen. Also wirklich alles durch aber eine Lernstiftung gründen, um benachteiligten Jugendlichen zu helfen, kriegst du nichts. Null. Null. Absolut null. Das ist eigentlich schon eine Schieflage in dieser Gesellschaft, wo ich einfach sage, ich will jeden wachrütteln, kümmert euch um die Kinder, weil die sind Diamanten, das ist unsere Zukunft. Wenn wir sie allein lassen, wenn wir denen keine Perspektive geben, müssen wir uns nicht wundern, dass Deutschland keine vernünftige Zukunft haben. Deshalb habe ich die Lernstiftung. Ich möchte, dass die Menschen vernünftig Deutsch lernen, Deutsch schreiben können, Mathematik. Ich habe auch Straffällige bei mir. Ja. Das ist doch in Ordnung. Die kann man doch nicht abschreiben, sondern die haben bei uns dann Sozialdienstarbeiten zu tun, das ist auch in Ordnung. Sie sind nicht immer einfach.
Aber das gefällt mir gerade, die Menschen zu nehmen, die wir schon verschenkt haben, die wir aufgegeben haben, die möchte ich gerne wieder gewinnen für Deutschland, für unsere Gesellschaft. Es ist nicht immer einfach, aber es macht mir Spaß. Und du hast bestimmt auch Erfolgserlebnisse. Du wirst bestimmt den einen oder anderen Delinquenten wieder auf die richtige Spur gebracht haben. Wie viele Kinder waren denn schon in der Lernstiftung und wie viele davon sind Erfolgsgeschichten? Also ich kann mal sagen, seit wir die Lernstiftung haben, ich sage einfach mal seit 2015 haben wir sie, jetzt sind es jetzt 9 Jahre, haben wir mehr als 100 Kinder schon gehabt. Und wir haben sehr viele wieder in die Gesellschaft hineingebracht. Was ich liebe, ist, dass man das Handwerk wieder, also dass man das wieder toll macht, wieder hoffähigmäßig machen. Weil, warum? Ich erkläre das einfach. Viele Jugendliche möchten gerne Ingenieur werden, möchten gerne einen, ich sage immer, akademischen Beruf lernen. Handwerksberuf brauchen wir. Wir müssen das Handwerk wieder hochloben. Wir brauchen die Menschen, die die Mülleimer lernen. Wir brauchen die Menschen, die Häuser bauen. Wir brauchen die Menschen, die diese Gesellschaft wieder attraktiv machen. Und da mache ich gerade Werbung für die Menschen, wo ich sage, lern doch ein Handwerk, das ist toll. Und die begleiten wir in ihrer Ausbildung und machen damit auch den Arbeitgebern ein Angebot. Du stellst die ein und wir kümmern uns, dass die auch rechtzeitig immer da sind. Super, okay. Also ihr vermittelt nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die wichtigen Werte, wie zum Beispiel pünktlich sein, Arbeitsmoral, Höflichkeit, Respekt und so weiter. Also wirklich ein ganz komplettes Paket eigentlich. Also das ist die Voraussetzung, dass man in einer Gesellschaft höflich und hilfsbereit ist. Warum? Weil jeder braucht mal Hilfe. Ich habe auch mal Hilfe gebraucht, brauche vielleicht später mal Hilfe. Und ich finde, hilfsbereit ist das A und O. So, Höflichkeit hat was damit zu tun, dass man Toleranz, ich liebe das Wort Toleranz, heißt ja, ich muss ja nicht deine Meinung sein, aber ich toleriere es. Und respektiere es. Ja, ist in Deutschland verloren gegangen, aber nicht durch die Bürger, sondern durch Politiker, die wollen nicht mehr tolerant sein. Die sagen entweder grün, schwarz oder weiß. Ja. Ich finde... Passt aber schon mit dem Grün. Ja, genau. So, und da sage ich ganz offen, das müssen die Jugendlichen lernen. Und jetzt kommt es auch, die Jugendlichen müssen auch lernen, dass das Leben nicht nur aus Glück besteht, sondern aus Schmerzen. Mit den Schmerzen müssen sie umgehen. Also was heißt es, wenn du Fußball spielst und du wirst gefoult, gibt es 2 Möglichkeiten. Du bleibst liegen, da wirst weggetragen oder du stehst auf, Mund abputzen, weiter geht's. Du hast ein Tor geschossen, abseits. Streite dich nicht mit dem Schiedsrichter, mach weiter, dann kannst du nochmal ein Tor schießen. Was wollte ich sagen? Wenn du während des Fußballspiels in der Kabine reingehst, kannst du nie Tore schießen. Bleib auf dem Fußballspiel, kannst du Tore schießen, musst nicht unbedingt. Und so ist es im Leben. Bleib in deinem Leben, denn wir haben nur ein Leben. Und ich habe gelernt, dass dieses Leben so wertvoll ist. Und das Wertvollste, wir sind alle Menschen, die nachdenken können, das Wertvollste ist das Leben. Deshalb sind die auch die Wertvollsten die Kinder und nicht die tollen Autos, die man baut. Und deine persönliche Erfahrung in deiner Jugend im Waisenhaus hat dich dann auch dazu gebracht zu sagen, ich will jetzt wirklich die Schwächsten der Gesellschaft, die Ausgestoßenen, die Delinquenten unterstützen und ihnen helfen, wieder auf die richtige Spur zu kommen. Das lag daran, ich war im Kindheim, es war am 24. Dezember, da sind die Mitbewohner von mir abgeholt worden, von irgendeinem Elternteil, ich nicht. Und ich stand immer noch an der Tür, bis der Erzieher oder die Erzieherin zu mir gesagt hat, Bub, geh rein, dich holt so keiner ab. Sie hat recht gehabt, man hätte es aber schöner sagen können. Ich war stinkesauer, bin in mein Zimmer reingegangen und wir hatten keinen Laptop, wir haben keinen Fernseher gehabt, nichts, aber wir haben eine Bibel gehabt. Und dann habe ich wirklich ganz offen gesagt, wenn es dich geben soll, dann mach mich groß stark, dass ich mich um die kümmern, denen es nicht so gut geht. Der hat das erste, zweite erfüllt, ich bin groß und stark geworden. Jetzt tue ich das dritte erfüllen. Also mein Ansporn ist, weil ich ein Versprechen gegeben habe. Ein Pakt. Ein Pakt mit Gott. Eine Vereinbarung. Also bist du gläubig? Ja, ich bin sehr gläubig. Ich bin Buddhist, war früher evangelisch. Ich liebe alle Religionen, aber sie dürfen keinen Krieg führen. Ja. Und dürfen keinen umbringen. Ja. So, sonst liebe ich alle. Aber genau, also ich glaube, die katholische Kirche als auch andere Religionen haben sich da jetzt nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahrhunderten. Aber soviel ich weiß, der Buddhismus war jetzt sehr, sehr friedlich. Deswegen hast du vielleicht den Buddhismus für dich auch auserwählt, ausgesucht. Okay, das ist spannend. Also das hat dich wirklich stark geprägt, was natürlich offensichtlich ist mit dem Waisenhaus und da alleine zu sein. Das heißt,
Was hat dich wirklich stark gemacht, waren die negativen Aussagen, die Zurückweisungen, die Verletzungen, die haben dich dann zu einem Stehaufmännchen gemacht. Weil man könnte ja auch in Depressionen verfallen können, aber du hast gesagt, nee, ich stehe auf, ich zeig's euch jetzt. Oder was war das, so eine Trotzreaktion, irgendwie, ich werd was? Ja, also es gab Momente, muss ich ganz offen sagen, es gab Momente, wo ich dachte, ich gebe auf. Es gab schon mal einen Moment, wo ich auch mit dem Gedanken gespielt habe, ist mein Leben noch wertvoll und so weiter. Die gibt's, da muss man ganz offen sein. Aber jetzt kommt's. Es gibt du brauchst Mentoren. Ohne Mentoren kriegst du das nicht hin. Also du als alleine, kleine Jugendlicher oder egal wer, du brauchst Freunde oder Mentoren, die dir immer wieder den Kick geben. Komm, gib nicht auf. Du bist stark. Das brauchst du. Also wenn du der Meinung bist, du schaffst alles alleine, dann verlierst du. Das funktioniert nicht. Wir sind ein Team. Das ist wie in der Familie. Die Familie funktioniert nur, wenn die Familien sich untereinander aufpassen und gucken, dass es jedem gut geht und nicht nur einem. Und ich habe Mentoren gehabt, die mich aufrecht gemacht haben. Die haben gesagt, du gibst nicht auf, du bist nicht schwach. Also wie der Erzieher zum Beispiel. Genau, wie der Erzieher. Und da gab es auch mal einen Lehrer, ich habe ja früher ein Buch nicht zum Lesen gehabt, sondern zum Wegschmeißen. Wie der Lehrer gesagt hat, das macht Sinn, dass man auch ein Buch liest. Also okay, machen wir mal. Also was wollte ich sagen? Wenn du Mentoren haben, die das mit Liebe machen, die mit hilfsbereit und mit Ehrlichkeit machen, dann ist es gut. Wenn aber Mentoren kommen mit dem Zeigefinger, funktioniert es nicht. Aber sie haben mir die Grenzen auch aufgezeichnet. Also, du wirst es nicht schaffen, wenn du nicht keine Disziplin hast. Du wirst es nicht schaffen, wenn du es nicht möchtest. Du wirst es nicht schaffen, wenn du Angst vor dem Schmerz hast. Du wirst es nicht schaffen, wenn du Angst vor der Niederlage hast. Du wirst es nicht schaffen, wenn du es nicht schaffst. Und da sage ich immer wieder, der Erfolg eines Menschen besteht dahin, dass du einmal öfters aufstehst, als du gefallen bist. Dann hast du es geschafft. Ja. Ja. Also zu sagen, ich falle nie, macht keinen Sinn. Aber einmal öfters aufzustehen. Und so habe ich auch meine Boxkämpfe und Thai-Boxkämpfe gewonnen. Ich war nicht der beste Techniker, waren die anderen besser. Aber ich habe den Wille gehabt zu gewinnen. Ich habe den Wille gehabt. Und diesen Willen möchte ich gerne meine Jugendliche weitergeben. Du brauchst den Wille. Ohne Wille wird es nicht funktionieren. Sonst wirst du untergehen. Und wir müssen für unsere Kinder Mentoren sein. Wir müssen denen helfen und nicht wegschauen. Das ist sehr, sehr spannend. Du hast ja auch selber dann Kinder adoptiert, ne? Also auch praktisch aus dem Waisenhaus praktisch herausgeholt. Was war da die Intention? Einfach, weil du das selber erlebt hast, dass du denen eine Perspektive geben wolltest? Oder hast du auch eigene Kinder? Oder wie? Ich habe ein eigenes Kind, wo ich auch unheimlich liebe. Das ist der Vincent Hück. 1995 auch geboren, ein ganz toller Kerl. Was wollte ich sagen, adoptieren ist nicht so einfach, muss man ganz offen sagen. Fußball kam ein Freund zu mir und hat gesagt, Uwe, soll ich ein Kind adoptieren oder soll ich wieder, ich sag mal, dazu einen erzeugen? Ich habe gesagt, ein Kind zu adoptieren funktioniert nur, wenn die Liebe des Herz zustimmt. Ja. Sonst wird es nicht funktionieren. Wenn du Kinder helfen möchtest, musst du nicht unbedingt adoptieren, sondern du sollst Kinder helfen, Möglichkeiten zu geben, Spenden etc. und so weiter. Viele Organisationen, die es ernst nehmen, Kinder nach vorne zu bringen. Meine Situation war, das ist so entstanden, wie es entstanden ist. Wir haben uns gesehen und der hatte ja die zwei Kinder, wo ich adoptiert habe, eine Mutter, die ja dialysenkrank war und ist später gestorben. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber es ist entstanden aus absoluter Überzeugung. Und da war nicht der Verstand das Wichtigste, das Herz. Der Verstand hätte Nein gesagt, weil ich zu jung war und das eigentlich nicht machen hätten können. Heute bin ich sehr froh. Ich habe drei Kinder, einmal Vincent Hück, einmal Laman Hück und einmal Turan Hück, Mingo Hück. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Das sind ja vier. Wenn jetzt jeder mitgezählt hat, war es keine drei. Aber das war mal einfach mal zu wissen, ob er auch zuhört. Was wollte ich damit sagen? Versucht nicht Kinder zu adoptieren, sondern versucht Kinder zu helfen. Wir müssen die Politik bringen, dass die Kinder am Nummer eins ist. Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, da gehören die Kinder dazu. Da zu kämpfen und zu sagen, mich zu unterstützen, wenn ich Boxkämpfe mache, kommt dazu. Ich brauche euch, ich brauche eure Begeisterung, motiviert mich, auch wenn ich einen auf die Fresse kriege. Timo Hoffmann ist gut, ist die deutsche Eiche. Ich bin die schwäbische Axt, das dauert länger, aber ich hoffe, er fällt. Und wir werden uns da auch einen geilen Kampf liefern. Aber jetzt kommt's, nach dem Kampf
Jack Hand und wir gehen gemeinsam eintrinken. Das liebe ich, also die Auseinandersetzung zu suchen, aber danach Mund abputzen. Respekt. Und weiter. Was es heutzutage ja kaum noch gibt, dass man sozusagen Respekt vor dem anderen hat, Sympathie hat und nach einer Diskussion, nach einem Diskurs dann noch gesagt, komm, wir gehen gemeinsam einen trinken. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, also ich werde dabei sein am 23. November in Pforzheim. Ich werde es unten auf jeden Fall verlinken. Gerne anmelden. Es wird ein großartiger Kampf zwischen der deutschen Eiche und der deutschen Axt. Also wer dann auch Uwe live in Aktion sehen will, der kommt dann vorbei und tut auch was Gutes, weil es auch für die Lernstiftung wieder. Ne? Wir hatten letztes Mal schon aufgerufen zur Spendenaktion für die Lernstiftung und also vielen Dank an euch. Da kam einiges an Geld zusammen. Wir versuchen das dieses Mal auf jeden Fall zu toppen. Also spendet gerne. Es geht wirklich 1:1 an die Kinder. Und wenn ihr nach Pforzheim kommt, dann könnt ihr euch das auch mal gerne angucken. Und der Abend am 23.11. steht auch genau unter dem Motto, also blaue Flecke für soziale Zwecke. Genau. Und die blauen Flecke kriegt natürlich nur Uwe und sein Kollege und wir hoffentlich nicht, aber genau da kann man auf jeden Fall dran teilnehmen. Und du hast noch was ganz anderes, was ich noch großartiger auch finde, also auch schon gigantisch, nämlich nächstes Jahr dann mit Mike Tyson in den Ring zu steigen, auch wieder für gute Zwecke. Das musst du kurz erzählen, wie kommst du dazu und woher kennst du Mike? Ja, will ich sofort beantworten, wenn du mir eine Möglichkeit ganz gerne. Kurz. Am 23. kämpfe nicht nur ich habe den Hauptkampf mit dem Timo Hoffmann, aber jetzt kommt's. Ich habe Jugendlichen eine Plattform gegeben. Die werden die Vorkämpfe machen. Es gibt ganz viele Jugendliche, die Boxen und Thai-Boxen machen. Und was wollte ich damit sagen? Ich will denen einen Anreiz geben. Die trainieren jetzt ganz fleißig, weil sie sagen, ich kriege eine große Bühne. Ja, vor 2000 Leuten. Gibt's mehr, ja, und so weiter. Und das ist das Gute daran. Also auch da wieder zu sagen, nicht nur du, Uwe und Timo, ihr seid im Mittelpunkt. Jetzt kommt die Jugendliche sind in der Mittel. Und das sind so die Ideen, wo ich immer wieder habe, sie irgendwas zu geben, wo sie auch sich daran klammern können und sich hocharbeiten. Aber sie werden schwitzen müssen, also das Trikot schwitzt nicht allein. Tyson, wie kam Tyson? Tyson kam relativ einfach, ist schon seit zweieinhalb Jahren in der Diskussion. Tyson wurde auch mit Management auch schon kontaktiert mit Tyson, Charity-Kampf. Und ich will es aber gerne nicht in den USA machen, da wäre ich relativ einfacher gewesen. Ich will es in Deutschland machen, weil mir das unheimlich wichtig ist. Deutschland braucht eine Aufbruchstimmung, die brauchen wieder Action hier, die brauchen das. Deutschland ist so schläferisch geworden. Wir müssen wieder Ziele setzen. Was wollen wir werden? Wir wollen wieder Nummer 1 der Exportländer werden. Ja, das ist toll. Was setze ich? Ich will Tyson hier haben. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich gegen den Tyson vielleicht nicht gewinne, weil der ist echt geil. Aber was ich gerne durchziehen möchte, ist, ich will die Runden durchstehen. Er wird mich nicht auf die Bretter kriegen. Ich werde nicht unten bleiben. Ich werde der moderne Rocky sein. Ich werde immer wieder aufstehen, um ihm zu sagen, du kriegst mich nicht klein. Und das möchte ich Deutschland rüberbringen, die Mentalität. Wir haben eine Kämpfermentalität. Ja. Lasst uns die wieder uns in unsere Genen reinkriegen. Wir geben nicht auf. Wir werden immer weitermachen. Und das ist das, was ich gerne nach Deutschland bringe, Action. Und ich werde darunter leiden, ich werde Kopfschmerzen bekommen. Das ist mir auch relativ wurscht, weil ich will's ja. Ist ja nicht so. Freiwillige Entscheidung. Ja, ist meine Entscheidung und das wird ein geiler Kampf. Deshalb werde ich erstmal mit Timo zeigen müssen. Es gibt ja eine Livestream nach L.A. Da ist ja einmal der Arnold Schwarzenegger und auch Tyson da, die gucken sich die Kämpfe original an und danach wird entschieden. Okay, da bin ich echt gespannt. Also wenn ihr am 23. dabei sein wollt, klickt unten an, ich werde auch da sein, bin mal gespannt. Und jetzt aber eine Mentalitätsfrage bezüglich, du bist im Leben oft auf die Schnauze gefallen. Du hast immer wieder dich hochgekämpft. Was braucht man für Werte, für eine Einstellung? Und was gibst du auch deinen Kindern in der Lernstiftung weiter, um sozusagen genau diese Mentalität zu haben, zu gewinnen, um Thai-Europameister zu werden, um Box-Weltmeister zu werden, um in den Ring zu steigen und sich zu motivieren, auch wenn man einen auf die Mütze bekommt, wieder aufzustehen, weiterzumachen? Erstens muss man sich selber lieben. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn du dich nicht selber liebst und du selber von dir nicht überzeugt bist, wird es nicht funktionieren. Ja, das ist Nummer 1. Also du musst sagen, ich kann es, ich will es und ich mache es. Affirmation, einfach sagen, ich schaffe es. Ich schaffe es. Du musst von dir selber überzeugt sein. Kurze Frage, hast du dir damals
als du dann angefangen hast mit Thai-Boxen, auch gesagt, ich will ganz groß rauskommen, ich will Europameister werden, ich will Weltmeister werden, ich will nach Thailand gehen? Also ja, war das ich habe geträumt, ich bin, bevor ich schlafen gegangen bin, ich habe selber in einem Raum, wo ich drin war, ja, ich trainiert habe, gesagt, ich gebe nicht auf. Und jetzt kommt's, und das ist sehr wichtig. Ich habe gesagt, sollte ich verlieren, dann werde ich aus der Niederlage etwas erkennen, dass ich besser werde. Also die Niederlage gehört zum Sieg. Und ist wichtiger vielleicht sogar, weil der Lerneffekt höher ist. Genau, das muss für jeden klar sein. Also man kann nicht nur gewinnen. Wenn man nur gewinnt, verliert man. Das muss für jeden klar sein. Deshalb, wenn ich mal eine Niederlage habe, dann sage ich immer, der Herrgott hat sich da irgendwas bei gedacht. Also er hat es nicht einfach aus Spaß gemacht. Und du musst aus einer Niederlage, musst du erkennen, was war der Grund jetzt dafür. Und da musst du aufbauen. Und das, wenn du das verstanden hast, also offen damit umzugehen, und dich nicht so genieren, weil ich habe ja alles gegeben, aber trotzdem war der andere besser, dann musst du überlegen, was sagt der Herrgott zu mir, welche Botschaft hat er mir gegeben? Und die musst du erkennen. Wenn du die erkennst, dann wirst du gewinnen. Ja. Und das ist auch eine Nachricht oder auch eine Message, die ich immer wieder rübergebe, dass Krisen sind Chancen. Ja. Sowohl im persönlichen Bereich, auch als im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Bereich. Und deswegen, das ist ja auch, woran unsere Gesellschaft teilweise ein bisschen krank, dass auch die jetzige Generation gleich demotiviert ist, saturiert ist und sagt, ach komm, dann gehe ich halt in Bürgergeld oder dann mache ich was anderes, ich schmeiß alles gleich hin. Da werden ja Beziehungen sofort geopfert, wenn da einmal eine Krise kommt. Also schön Wetterkapitän kann ja jeder, aber die erste Krise und schon wird eine neue Freundin oder ein neuer Freund gesucht. Oder wenn man dann einmal irgendwie dumm angegoscht wird in der Ausbildung, dass man gleich alles hinschmeißt und sagt, ich hole mir was Neues oder ich mache einen neuen Job oder so. Oder alle wollen sehr YouTuber werden oder Influencer und so weiter. Das ist genau das. Das kann ich euch nur auch sagen, nutzt die Chance. Versucht, das herauszuziehen, was ihr praktisch besser machen könnt. Weil der Mensch lernt seit jeher in der Evolution durch die Crashs, durch die Krisenerfahrung. Und dann kann man auch wirklich lernen, die andere Mannschaft war besser wie wir. Wo können wir besser werden? So macht es der FC Bayern München, aber so macht es auch der Uwe Hück. Und so bist du auch dann Box-Weltmeister geworden. Wann war das? Das war vergangenes Jahr gegen Froswa Botha in Stuttgart Porsche Arena. Ja. Haben wir geboxt. Ich hatte zweimal gegen ihn geboxt. Einmal war das auch im Stuttgart-Bereich. Und in Südafrika, alle beide, einen habe ich unentschieden, in Südafrika verloren, jetzt in Deutschland wieder gewonnen. Seitdem bin ich Charity-Weltmeister und das ist gut so. Ich möchte vielleicht aber noch eins ergänzen, gerne, für dich, was ganz arg wichtig ist und ich glaube auch eine Botschaft an die Jugendlichen nochmal da draußen. Ihr entscheidet, was aus euer Leben daraus wird. Das muss euch immer klar sein. Ihr könnt nicht die Schuld andere geben. Ich habe so viele Jugendliche, die immer sagen, die anderen sind schuld. Nein, du. Was wir machen müssen, ist, euch die Voraussetzung zu geben, das beste Bildungssystem zu geben, die besten Voraussetzungen, Infrastruktur, was mit digital zu tun hat. Das ist unsere Aufgabe. Aber laufen musst du selber. Und wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sprich es an. Das ist es. Aber mach nie einen Fehler, dass du immer sagst, die anderen sind dran schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Das ist gelogen, mach dich rein und ich verspreche dir, du wirst ein Diamant, ein ganz wertvoller Diamant. Ja. Ja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja. Es ist bequem und einfach, die Schuld auf andere abzuschieben. Wir haben es in der Hand. Wir können jeden Tag entscheiden, wird es ein guter Tag oder wird es ein Scheißtag? Gehe ich positiv raus und lache ich jemanden an oder gehe ich gleich mit Gewalt auf jemanden zu? Jetzt sehen wir in den letzten Jahren, du wirst es auch beobachten, in Pforzheim eine Verrohung der Gesellschaft. Der Ton ist anders, es wird brutaler. Wir sehen mehrere, Massenvergewaltigungen, Messerattacken. Irgendwie scheint die Gesellschaft auseinanderzubrechen. Beobachtest du das im Fitnessstudio auch oder auch gerade in der Lernstiftung, wenn dann vielleicht dann auch straffällige Jugendliche kommen? Also bei mir ist erstmal sehr wichtig, dass jeder eine Hausordnung akzeptiert. Das Grundgesetz, Ordnung allgemein, Straßenverkehrsordnung gehört alles dazu. Was wollte ich damit sagen? Die Jugendliche, die du angesprochen hast, die haben wir aufgegeben und die müssen wir wieder zurückholen. Ja. Was heißt es? Klare Sanktionen geben. Klare. Keine Diskussion. Wenn du einen schlagen tust, muss ich Konsequenz ziehen. Wenn einer Messerstecherei macht und ist ein Asylant, dann ist er draußen. Ich würde es auch klar und deutlich. Was kann ich vergleichen? Bei mir ins Sportzentrum. Bei mir ins Sportzentrum kommst du rein, wenn du lustig, locker, fröhlich bist
Und wenn du, sag ich mal, akzeptierst jeden, der da ist. Wenn einer Dummheiten macht, muss er raus. Den tue ich raus, den will ich auch gar nicht bei mir haben. Und es funktioniert. Es spricht sich rum, dass du, wenn du beim Uwe bist, eine gewisse Disziplin brauchst. Ja. So, wenn du sie nicht hast, nehme ich ihn nicht. Und so ist es in der Gesellschaft. Wir müssen sagen, alles gut, aber der sich hier in unsere Gesellschaft nicht integrieren tut, hat hier nichts zu suchen. Wir müssen es so klar und deutlich bringen. Deshalb läuft die Lernstiftung. Ich habe den einen oder anderen, der immer zu spät kommt oder Dummheiten macht. Ja. Ich habe das vorher mal gesagt, ich habe einen gehabt, der hat mal, ich sag mal, seine Arbeitszeiten falsch aufgeschrieben. Es gab zwei Möglichkeiten. Ich tue ihn jetzt wieder zurückgeben, seinen Bewährungshelfer, dann wird er 2 Jahre in den Knast gehen. Oder ich tue klar und deutlich sagen, du entschuldigst dich. Wenn du es nochmal machst, dann haben wir wirklich ein riesengroßes Problem. Also ich habe ihm eine Chance gegeben, die Chance hat er genützt. Ich tue ja jedem eine Chance geben. Ja. Wenn er sie aber das zweite Mal nicht nützen tut. Dann ist es gibt ein Sprichwort in Schwabenländer, einmal ist kein Mal, aber zwei ist einmal zu viel. Ja. Dann muss es klar, also was meinte ich? Auch in Pforzheim, wir müssen klar, deutlich sagen, der sich gegen diese Regeln in Deutschland hinwegsetzen tut, hat ein Problem. Und wir machen es immer wieder, dass wir sagen, und das, Entschuldigung, dass Sie es wieder ansprechen müssen, wenn die Politiker nicht in der Lage sind, klare Sanktionen zu setzen, dann machen die Menschen, die hier bei uns sind, was sie wollen und wir dürfen es so nicht zulassen. Das hört sich ein bisschen so an, als ob bei dir in der Landstiftung viele mit Migrationshintergrund sind. Ja. Ist dem so? Ja, wir haben allein in Pforzheim haben wir Migrationsanteil über 50%. Wow. Muss man einfach wissen. Wir haben Nationalitäten über 100 Nationalitäten bei uns. Ja, alles gut, alles gut. Solange sie arbeiten, solange sie Deutsch lernen, solange sie integrieren, haben wir alles kein Problem. Aber die, die es nicht machen, also morgens aufstehen und denken, wie kann ich am besten den Staat bescheißen, dass ich Geld bekomme, die haben ein Problem. Die haben ein Problem auch mit mir. Die haben ein Problem mit allen, die bei uns arbeiten, die unverschuldet in eine Notlage kommen, haben wir immer ein Sozialnetz. Im Moment sehe ich aber das Sozialnetz für ganz andere Zwecke, nicht für die, die es wirklich benötigen, sondern für die, die es ausnutzen. Und das Ausnutzen müssen wir massiv angehen und keine Kompromisse mehr machen. Das funktioniert nicht. Also wenn du bei mir ein Probetraining machst im Sportzentrum, und du machst das dritte Mal, vierte, fünfte, sechste Mal und ich lasse es zu, dann wird es ein Sport unter den Menschen. Dann komme ich immer zum Probetraining und zahle nichts, da bin ich Schwabe. Also klar, einmal und danach muss ich dich entscheiden. Und so muss es auch bei uns in der Gesellschaft sein. Wir müssen klare Regeln aufstellen und wenn die nicht eingehalten werden, dann sind die Konsequenzen, Punkt aus. Gar nicht lange diskutieren. Siehst du auch, dass, also jetzt im Rückspiegel der Geschichte, dass die Migration 2015, diese Flüchtlingskrise, dass es eine Fehlentscheidung war von Merkel zu sagen, alle rein und dann gucken wir, wie es weitergeht? Ja, vor allem alle unkontrolliert rein. Ja, meine ich ja, also irregulare Migration. Ja, genau, also kontrolliert in Ordnung. Ja. Wird man wahrscheinlich. Kann man nicht, ja. Ja, wollte ich gerade sagen, weil wenn es nicht machbar ist, dann kann man sie nicht reinlassen, alle. Das funktioniert nicht. Ich fand das eine Entscheidung von einer Person. Ja. Ich möchte gerne in Deutschland einführen wie in Schweiz. Wir sollten das Volk abstimmen, nicht mal die Politiker. Die Politiker können nicht abstimmen. Man sieht jetzt ja wieder, welche Gesetze die jetzt oder angebliche Gesetzvorlage sie haben, um Sicherung des Deutschlands zu führen. Da möchte ich gar nicht näher eingehen. Ich finde, mehr Volksabstimmung wird Deutschland gut tun. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin auch, dass der Souverän mehr in die Entscheidungsprozesse eingegliedert werden sollte. Dann hätte man auch ein anderes Verhältnis zum Staat und so weiter. Und wir sehen ja, dass uns die ganze Migrationsdebatte oder die Migration generell um die Ohren fliegt, weil ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, manche wollen eigentlich gar nicht sich eingliedern in die Gesellschaft und andere können es einfach auch nicht. Also wir haben jetzt schon in Berlin, aber auch in Stuttgart teilweise Klassen, da ist die Hauptsprache nicht mehr Deutsch und die haben auch keinen Respekt vor einer weiblichen Lehrerin oder vor einer Kartoffel, wie es so oft genannt wird. Wie kann man dem denn Herr werden? Was würdest du da sagen? Muss man mit denen nur deutlich reden nach dem Motto, Testosteron regelt die ganze Sache? Oder? Nein, wir müssen wieder das machen, was wir früher hatten. Wir hatten in den Städten, in den Dörfern, überall haben wir Sozialarbeiter gehabt. Wir müssen wieder mehr auf Sozialarbeiter. Die sind ja jetzt alle eingespart worden, in allen Richtungen. Wir müssen mehr Jugendtreff machen. Gerade die Jugendlichen müssen wir ja auffangen. Da ist ja das große Problem.
Problem, wo wir in Deutschland haben. Versuch doch mal in Stuttgart, versuch mal in Pforzheim große Jugendtreff zu finden. Da müssen wir wieder Geld ausgeben. Wir müssen unsere Jugendliche vor Ort auffangen. Da, wo die Brennpunkte sind, da müssen wir wieder richtige, schöne Jugendtreff, sehr viele Sozialarbeiter einstellen in Deutschland. Auch die Möglichkeit, warum haben wir Fachkräfte bei Sozialarbeiter, weil sie früher abgebaut worden ist. Dann würde ich auch keinen Sozialarbeiter mehr gerne lernen. Wenn ich wüsste, dass die Verbrenner alle Autos abgeschaffen würden, dann bräuchte ich ja nicht mal Mechaniker lernen. Ne? Das macht der Automechaniker, das macht keinen Sinn. Also wir müssen da wieder anfangen, dass wir die Lehrer wieder hofieren, die Lehrer wieder akzeptieren, lieben, die Sozialmitarbeiter akzeptieren. Und da müssen wir Geld reinstecken und weniger Geld reinstecken. Das ist polemisch, tut mir aber leid, nicht in anderen Ländern Radwege finanzieren in Millionenhöhe. Ich würde sie gerne hier in diesem Land ausgeben. Kein Problem, die können Radwege haben, aber bitte nicht von unserem Geld. Ja, sehe ich auch genauso. Also früher wurde man ja für solche Aussagen gleich irgendwie diffamiert in eine Schublade gesteckt, ne? Also rechts oder AfD. Und ich glaube, diese Keule, diese Framing-Keule hat sich ein bisschen abgenützt, weil ich glaube, es wird zu offensichtlich, dass wir jetzt Probleme haben, die wir ansprechen müssen. Es bringt nichts, die zu ignorieren. Ne? So wie wenn jetzt dein Mentor sagen würde, Uwe, deine Rechte ist zu schlapp, du musst in Deckung gehen, irgendwas, ja, kannst du es natürlich ignorieren, aber dann hast du halt jedes Mal ein blaues Auge und verlierst den Kampf. Und genauso ist es ja auch bei den Problemen, die uns jetzt offensichtlich auf die Füße fallen. Wir sehen Pflegeversicherung pleite, Rentenversicherung, Schneeballsystem. Wir sehen, Bürgergeld wird massiv ausgenutzt. Über 50% sind nicht Deutsche, haben keinen deutschen Hintergrund. So. Und es wird teilweise gehen 500 Millionen Euro Kindergeld irgendwo ins Ausland. Und die Boomer-Generation geht jetzt in Rente. Wir sehen, es bröckelt an allen Ecken und Enden. Deindustrialisierung, die Energiewende ist ein Schrotthaufen, muss man sagen. Wir sind überall ins Hintertreffen geraten. Produktivität nimmt ab. Unternehmen investieren nicht mehr in Deutschland. Wenn sie hier investieren, werden sie nur angelockt mit Milliarden Subventionen. Dann kommen sie nicht mal, wie Intel zum Beispiel. Und die großen Erfindungen finden nicht in Deutschland statt, sondern in Silicon Valley. Da gibt es Raketen, die fliegen hoch, kommen auch wieder runter. Und was haben wir? Wir haben den Plastikdeckel, der fest ist an der Flasche. Das war unsere Innovation oder halt Selbstbestimmungsgesetz, dass wir einmal im Jahr, du und ich, das Geschlecht wechseln können. Ne? Dann wirst du nächstes Jahr vielleicht sogar Weltmeister bei den Frauen. Wer weiß, auch, hat auch was für sich. Ne? Aber Fakt ist, wir müssen die Sachen endlich wieder ansprechen können, ohne Angst haben, Repressalien erleiden zu dürfen oder dann gleich geframed zu werden, du bist doch AfD, du bist doch ein Nazi. Und das ist egal, ob bei Krieg, ich bin für Frieden, ja, oder halt auch beim Thema Migration. Es ist einfach, glaube ich, zu viel. Die Gemeinden ächzen. Wenn selbst der grüne Bürgermeister Boris Palmer in Tübingen sagt, wir können nicht mehr, dann muss doch jedem die Alarmglocke in Berlin angehen. Und wenn dann die Jugendlichen dann auch noch sagen, ich will jetzt AfD, weil ich habe keinen Bock mehr, jedes Mal irgendwie eins auf die Schnauze zu bekommen, wenn ich am Bahnhof stehe, nur weil ich Deutscher bin. Also das fördert ja genau das, was man ja eigentlich verhindern möchte. Also wie kam es so weit, dass wir nicht mehr Sachen ansprechen dürfen, die Realität sind, dass man das wegignorieren muss? Ganz einfach, weil die Politik es verboten hat. Die Parteien, also die Regierenden, haben es verboten. Das müssen wir ganz offen sagen. Die Parteien, die jetzt an den Regieren, an der Regierung ist, haben eigentlich die Bürger einen Maulkorb gegeben. Das hat bei Corona angefangen. Die sind noch nicht mal in der Lage, Corona aufzudecken. Ich fand, da wurde sehr viel Schweinereien gemacht. Absolut. Und die tun das jetzt unter den Tischkern, unter den Teppichkern, sagt man ja dazu. Da ist schon mal die Unehrlichkeit. Die wollten das Volk einfach, ich sag mal, einsperren. Das war so toll für sie. Vielleicht hätten wir beide vielleicht auch Fehler gemacht, aber wir beide hätten gesagt, wir klären das mal auf. Ja. Was ist denn da wirklich passiert? Was haben wir denn das Volk angetan? Da müssen wir uns entschuldigen. Was haben die denn unsere Kinder angetan? Die sind, eine Generation ist zurückgeschmissen worden in Wettbewerbsfähigkeit der Intelligenz. Da muss doch der Politiker sagen, Scheiße gebaut, ich drehe da ab. Ja. Das funktioniert, also Klartext. Und solange die Politik das Volk, ich sag mal, mundtot macht, zu sagen, wenn du das sagst, bist ein Rechtsradikal. Das soll er doch sagen. Ich kenne so viele Migranten, die sagen, wir müssen aufhören, dass wir Flüchtlinge reintun. Ich habe so viele Leute, die integriert sind, die sagen, es muss aufhören. Das hat doch nichts mit Deutsch oder nicht Deutsch zu tun, sondern es hat damit zu tun, wenn ich in Deutschland lebe, muss ich mich so verhalten wie ein Deutscher. Punkt. Also was ich zum Beispiel absolute Chaos finde, wenn ich in Hamburg sehe, wenn da Demonstrationen gemacht für einen Staat gemacht wird, wo Frauen keine Rechte mehr haben. Kalifat. Ja, Kalifat. Dann sage ich ganz, ich sage das ganz offen. Schluss. Wenn die Frauen unterbuttert werden, dann geht bei mir wieder die Tür auf
Und dann kommt ein Tier raus, wo es sagt, jetzt ist aber Schluss. Ich bin so unterdrückt worden im Kinderheim. Ich wurde jedes Mal in ein Zimmer reingesteckt, wo immer 7 oder 8 Jugendliche drinnen waren, größer und stärker als ich. Ich habe die erste sofort eine auf die Fresse gekriegt. Ich habe immer gesagt, du kannst mich schlagen, aber du wirst eins nicht machen, du wirst mich nicht brechen. Die konnten mich nie brechen, nie, nie, egal welche Schmerzen ich hatte. Und dann wurde ich so, wie ich jetzt bin. Wenn ich der Auffassung bin, dass die Politik das Land kaputt macht, dann sage ich das. Wenn ich der Auffassung bin, dass hier Leute Kalifat ankündigen, rausschmeißen, dann sage ich es so. Und wenn die mich prügeln, dann sollen die prügeln. Aber ich werde meine Meinung hier vertreten und ich werde es so lange machen, bis wir die Mehrheit haben. Ich bin immer der Meinung, steht auf, bis die Schwachen zu stark, bis die Lämmer zu Löwen werden, so würde ich es mal formulieren. Das ist ein guter Spruch und das müssen wir in Deutschland machen. Wir merken ja auch, dass dieser Zenit der absoluten Toleranz und ihr könnt mit uns alles machen, also der devoten Unterwerfung ja auch langsam am Kippen ist. Die Menschen haben die Schnauze voll, weil sie erkennen, es ist falsch. Also ich glaube, so eine Demonstration in einem teilweise islamischen Land wäre nicht möglich. Also verstehe ich auch, weil wenn ich irgendwo Gast bin, dann muss ich die Gastrechte auch dementsprechend würdigen und respektieren. Ich kann nicht irgendwie in Brasilien oder in Riad, in Saudi-Arabien nackt auf dem Tisch tanzen und mit Puffbrause um mich spritzen, genau, und sagen, so, ihr müsst jetzt meine Religion alle annehmen, ich will jetzt hier, dass alle Frauen entschleiert und nackt rumrennen. Also ich verstehe diese Idiotie nicht, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir diesen Schuldkomplex haben, dass wir denken, wir sind die moralischen, überhöhten Gutmenschen, müssen der ganzen Welt erklären, wie es zu funktionieren hat. Und deswegen sind wir so tolerant, dass keiner mehr uns toleriert. Wahrscheinlich. Ja, aber nochmal, ich komme nochmal zurück. Wie entsteht es? Das entsteht, wie wir unsere Kinder heranziehen. Das müssen wir einmal wieder sagen. Also in meiner Jugend war klar und deutlich, ohne Fleiß kein Preis. Das stand überall da. Du musst was tun, sonst kriegst du es nicht. Und wir müssen diese Disziplin wieder an unsere Kinder rüberbringen. Wir können nicht unsere Kinder beschimpfen, wenn wir denen das nicht beigebracht haben. Wir können es nur machen, wenn sie es ignorieren. So, und das fängt in den Schulen an, das fängt im Kindergarten, Schulen, im Beruf und in der Politik an. Ja. So, alles muss durchgezogen sein. Nur die Politik, das muss man doch mal ganz offen sagen, haben das versäumt, Klartext zu reden. Wir reden nicht mal Klartext. Früher waren die Politiker mir lieber, auch wenn ich die Partei nicht unbedingt geschätzt habe, aber ich habe wenigstens gewusst, was sie gesagt haben. Ja. Und das möchte ich zurückführen. Wir müssen Klartext reden. Wenn man keinen Klartext redet, weder zu Hause, noch in den Schulen, noch in der Gesellschaft, kommt genau das raus, was wir jetzt haben. Jeder kann ins Land reingehen, jeder kann demonstrieren, weil sie einfach sagen, Demonstrationsrecht, Grundgesetz, ich mache, was ich möchte. Und da müssen wir justieren können, wo müssen wir Veränderung herbeiführen, denn da, wo die Gesetze gemacht worden sind, hatten wir nicht diese Probleme, wo wir jetzt haben, sondern wir müssen es wieder justieren und anpassen. Ja. Und keiner ist in der Lage, klar zu sagen, doch, wir tun die Grundwerte nicht aufgeben, aber wir müssen justieren an die Gesetze, dass nicht jeder hier reinkommen kann, nicht jeder demonstrieren kann, Deutschland auch noch verfluchen kann, andere Länder loben tut. Dann sage ich doch, wenn ihr ein Kalifat oder irgendwas habt, ist mir alles wurscht, aber dann geht doch dorthin, wo es ist, aber bitte nicht bei uns. Ja. Und solange wir nicht in der Lage sind, das zu sagen, auch die Gerichte, müssen wir die Möglichkeit haben zu sagen, alle, die unseren Staat schaden, müssen wir Konsequenzen aussprechen. Ja, also ich finde schon erschreckend, dass jetzt über 50% der Bundesbürger sich nicht mehr trauen, das, was sie denken. Und deswegen auch mein Appell an dich, hab das Rückgrat, hab den Mut, sag einfach die Sachen, die hier schieflaufen, sei mutig genug, weil das wird honoriert werden und die Wahrheit bricht sich immer ihren Weg. Ein Thema, was mich auch umtreibt, und es hat auch was mit Sport zu tun, ist natürlich die Leistungsgesellschaft. Wir haben eigentlich, also Leistung wird in Deutschland eher bestraft. Also man zahlt Rekordsteuern, diejenigen, die nichts machen, kriegen Bürgergeld, kriegen soziale Hängematte, werden gehätschelt von vorne bis hinten. Das Gleiche sehen wir auch im Sport, also zum Beispiel Bundesjugendspiele. Da wird durch Inklusion, kriegt jeder eine Urkunde, der Bessere wird eher gar nicht honoriert, sondern ganz im Gegenteil, selbst die dickste Murmel, die über die Ziellinie robbt, kriegt noch eine Urkunde und es heißt, komm, du bist super, so wie du
du bist, aber dass du mit 12 Diabetes hast, ist völlig egal. Parallel natürlich auch Leistungsgesellschaft sehen wir nicht mehr in der Politik. Also was wird da teilweise für, ja, ich würde sagen, also ich glaube, dein ehemaliger Kollege Wendelin Wedeking hat gesagt, Taugenichtse oben in der obersten Elite sind, die über unser Schicksal entscheiden, die in der realen Wirtschaft wahrscheinlich keine Chance hätten, ist schon beschämend. Auch da gibt es keine Leistungsgesellschaft mehr. Wie ist es so weit gekommen, Uwe, dass Leistung nicht mehr honoriert wird, sogar eher diffamiert wird, nach dem Motto, du willst Leistung geben, das ist ja ekelhaft, hör auf, alles gleich machen. Ist es Sozialismus oder was ist jetzt los? Nein, da sind wir wieder, kommen wir wieder auf den Punkt, das sind die Parteien, die das entschieden haben. Es gibt doch so eine Verbotspartei, die möchte ich jetzt nicht sagen, dass es die Grünen sind. Ja, auch also du meinst, die Grünen, ich erinnere mich immer an eine Melone, außen grün, innen rot mit braunen Kernen. Ganz genau, so in der Richtung, so müssen wir das auch sehen. Was wollte ich damit sagen? Wir müssen, gerade Jugendspiele, Wettbewerb muss vorhanden sein. Wir müssen einen, der vielleicht nicht so gebaut ist wie ich und du, müssen wir sagen, du kannst etwas tun für dich. Man muss ihn da nicht beschimpfen, ja. Aber man muss nicht sagen, du wirst jetzt genau das Gleiche bekommen wie der Uwe Hück, der siebenmal in der Woche trainiert. Ja, ich trainiere ja siebenmal in der Woche, das muss man sagen, sieben Tage. So, und der nicht trainiert, kann doch nicht verlangen, dass er das Gleiche erreicht wie ich. Geht nicht. Das funktioniert nicht. Und das muss man den Kindern beibringen. Du tust dir nichts Gutes. Du wirst damit ein Problem haben. Aber das ist doch gerade dieses Body Positivity. Ja. Also, dass man auf einmal auf irgendwelchen Sportmagazinen einfach, Entschuldigung, sehr übergewichtige Menschen sieht, wo man einfach weiß, das kann nicht gesund sein. Die werden mit 30, 35 entweder einen Herzinfarkt bekommen oder Diabetes. Und trotzdem wird so dargestellt, ja, ich fühle mich wohl in meinem Körper und wir alle müssen das akzeptieren. Also ich finde es erstens ästhetisch nicht schön. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich stehe nicht so auf Chubby Chaser. Ja. Und zweitens natürlich glaube ich auch nicht, dass sie was für ihre Gesundheit Gutes tun und sich selber auch anlügen. Weil, also ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich finde es schon überraschend, dass auf einmal H&M Mode macht mit völlig übergewichtigen jungen Menschen, um der Jugend zu suggerieren, sei auch du fett, das ist völlig okay. Nee, ist es nicht, weil es kostet natürlich auch uns alle Geld. Kollateralschäden, Sozialsystem, Gesundheitssystem, man stirbt vielleicht früher und es bringt doch nichts. Ein Jurist wird sagen, es kommt drauf an, weil ein Jurist tut sich ja nie festlegen, das muss man so sagen. Ich würde Folgendes sagen. Wenn ich durch Ernährung einen, der heute Übergewicht hat, wieder normal hinkriege, ja. Wenn ich aber einen habe, der Übergewicht hat, aus gesundheitlichen Themen was es anderes nicht hinkriegt, was nein, da muss ich ihm sagen, wir machen das Beste daraus und den anderen. Wir müssen wieder zu der Ernährung hingehen. Wir müssen wieder den Kindern sagen, was ist gesund und was ist auch gesund. Exakt. So, das ist, glaube ich, ganz arg wichtig. Ich habe sehr viel Ernährungsberatung in meinem Sportzentrum, weil das sehr wichtig ist, weil ich nicht mit dem Zeigefinger hingehe. Ich sage, ich kann dir helfen. Ich sage dir, wie es geht. Ich mache einen Ernährungsplan. Ich tue einen Trainingsplan machen, etc. Was wir, und da gebe ich dir wiederum, es gibt die nächste Kategorie, ist eigentlich, wenn ich im fünften Stock wohne und ich kann durch mein Gewicht nicht mehr oben ankommen, dann sagen nicht die Politiker, du musst jetzt was für dich tun, sondern man baut ihnen einen Aufzug. Das hilft ihnen aber nicht. Er kommt oben an, aber ist für ihn auch gesund. Also was wollte ich sagen? Dann gucke ich, wie kriege ich dich wieder hin, dass du im Leben wieder dorthin kommst, wo du auch hingehen möchtest, ohne Hilfe. Und ich möchte ja den Menschen Beweglichkeit wiedergeben. Das Schlimmste ist doch, in seinem eigenen Körper gefangen zu sein. Ja. Man kann die Schuhe nicht mehr richtig zumachen. Ich kann mich nicht mehr richtig bücken. Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Das ist doch schlimm. Den will ich ja helfen. Ich sehe meinen Penis gar nicht mehr. Ja, ich will dir helfen. Das ist mein Angebot, zu sagen, ich helfe dir. Aber das fängt schon bei den Kindern an. Wir müssen bei den Kindern anfangen. Und die aus gesundheitlichen Gründen das nicht können, dann helfe ich denen auch. Aber die müssen nicht unbedingt den Body haben, wo ich habe. Das verlange ich gar nicht. Aber ich will, dass sie immer das Beste aus sich machen. Immer das Beste aus sich. Und da kann jeder, es gibt auch mal Menschen, die sind, sag ich mal, klein und sehen nicht gerade attraktiv aus. Aber die können das Beste aus sich machen. Mach das Beste. Ja. Du hast jetzt den Körper vom Herrgott gegeben. Du kriegst keinen anderen. Jetzt mach das Beste. Und wenn du das Beste rausgemacht hast und du fühlst dich wohl, dann sind die auch wiederum ja entspannt, lustiger, fröhlicher und bist nicht mehr. So, wir brauchen wieder die Gesellschaft, dass wir sagen, es gibt Vielfalt. Und ich finde das gut, was der Herrgott gemacht hat.
der hat den Regenbogen ja bunt gemacht. Der hat ihn ja nicht braun gemacht. Das hat er sich überfallen. Also das Bunte habe ich nicht. Aber wenn das Bunte dazu führt, dass du faul wirst, dass du keine Disziplin mehr hast, dass du keine Leistung mehr bringst, dass du nur noch bequem bist, dann sage ich, bringt mir das Bunte nicht viel. Wenn das Bunte dazu führt, dass jeder sein kann, wie er sein möchte, aber Leistung bringt, ja, Disziplin bringt, ich bin ehrlich, ich will arbeiten. Also ich sage das ganz offen, wir haben noch die Situation gehabt, ich habe mir selten was schenken lassen. Warum? Weil der Schwabe selten Danke sagt. Ich tue mein Geld lieber selber verdienen, dann muss ich nicht jedes Mal Danke sagen. Und ich bin selbstbewusster, wenn ich selber was verdiene. Das ist mein Geld, ich habe es gemacht. Und wenn ich jedes Mal vom Staat etwas bekomme und ich hätte es selber machen können, dann muss ich mich doch schämen. Das müsste man den Menschen wieder in den Kopf reinbringen. Das ist kein schöner Tun, was du machst, wenn du selber Geld verdienen könntest, aber du machst es nicht. Und meine Jugendliche sagen ja, der Staat sagt ja, ich darf es ja machen. Der Staat sagt ja, ich gebe es dir. Exakt. Der Staat sagt ja nicht. Also ich habe früher in meiner Zeit aus dem Kinderheim, habe ich Kleidergeld bekommen. Kleidergeld, ich habe also solche Bons bekommen für Sommer und für Winterkleider. Da gab es kein, dass wir Geld überwiesen haben. Das war ganz normal, wir haben es auch geholt. Aber ich habe mir geschworen, ich will nicht, dass der Staat mir die Klamotten kauft. Ich will arbeiten und selber die Klamotten kaufen. Wenn ich aus irgendeinem Grund in Notlage komme, ich vorübergehend Hilfe bekomme, ja, bitte mach es. Aber ich will wieder selbstständig werden. Die Selbstständigkeit eines Menschen ist die Würde eines Menschen. Und im Artikel 1 im Grundgesetz, die Würde des Menschen unantastbar, fängt da an, tue ich aus meinem Leben das Beste rausmachen. Da fängt es an. Sehr schöne Worte, Uwe, und ich kann es nur unterstreichen. Ich glaube auch, jeder hat es in sich. Jeder hat jeden Tag die Chance, neu sein Leben zu gestalten. Kann selber entscheiden, werde ich ein gutes Leben haben oder ein schlechtes Leben haben. Und ihr könnt natürlich auch rausgehen. Ihr könnt die Menschen anlachen, ihr könnt euer Wissen weitergeben. Und ihr könnt natürlich auch selber überlegen, wenn eine Krise kommt, stehe ich wieder auf? Bin ich mutig genug? Habe ich die Kraft dafür? Es ist immer besser, als den Kopf in den Sand zu stecken. Und ich glaube, das ganze Land braucht eigentlich jetzt wirklich so einen Ruck, dass wir wieder aufstehen, weil wir sind saturiert. Wir haben uns auf den falschen Pfad begeben, aber wie du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, man muss es sich auch eingestehen können, Fehler gemacht zu haben, dann ist keiner böse. Ich glaube auch, wenn selbst die Politiker sagen würden, okay, das war alles nicht richtig oder es war vieles falsch während Corona oder hier oder da, die Menschen würden vergeben, aber dazu muss man erstmal den Charakterzug haben, wirklich auch Fehler sich selbst einzugestehen. Es tut meistens weh, aber es bringt einen ungemein weiter und ich glaube tatsächlich, wir als Gesellschaft sind gerade dabei, diese neue Bewusstseinsstufe zu erreichen, dass wir tatsächlich merken, wir müssen jetzt neue Wege beschreiten, die alten gehen nicht mehr, die sind ausgetrampelt und führen direkt in den Abgrund. Und da ist natürlich deine Erfahrung, dein Leben auf jeden Fall auch schon mal ein leuchtendes Beispiel, weil es ist nicht alles wunderschön und ein Wunschkonzert und ein rosaroter Ponyhof, sondern im Leben gibt es halt auch mal Schicksalsschläge. Ne? Egal ob Krankheit, Enttäuschungen, Verletzungen, man wird gemobbt und so weiter, aber du bist der beste Beweis, wenn man ein Ziel hat und es auch sich verbildlicht, kann man wirklich im Leben alles erreichen. Ich meine, ich darf kurz verraten, wie alt du bist, ne? Mhm. Als Box-Weltmeister. Der gute Mann ist 42. Nein, Spaß. Der ist 62, ja? Und kämpft jetzt nächstes Jahr gegen Mike Tyson. Also Chapeau, ich habe den größten Respekt davor. Und ich hoffe natürlich, dass viele sich das zu Herzen nehmen, was hier heute besprochen wurde. Uwe, dir danke ich natürlich recht herzlich. Und wer ihn live erleben möchte, kommt am 23.11. nach Pforzheim im Kampf für die guten Zwecke. Und wer nicht kommen kann, der soll spenden. Ich werde es unten verlinken an die Lernstiftung Hück. Und ich kann nur sagen, das ist auf jeden Fall ein großer Mehrwert. Auch da kann man Gutes tun. Uwe, ich danke dir für deine Zeit, für deine Einsichten, für deine Weisheit und toi, 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 dass du auf jeden Fall den Kampf gewinnst. Ich verspreche euch, das Beste zu geben. Es wird nicht einfach sein, aber eins könnt ihr darauf verlassen, das wird ein intergalaktischen, geiler, supermäßiger Fight. Das weiß ich auf jeden Fall, weil du bist ein Kämpfer, du stehst auf und du lässt dich nicht gleich irgendwie aus der Runde rausprügeln. Genau. Ich danke dir. Und ihr, teilt das Video bitte gerne kräftig, lasst ein Abo da und wie gesagt, lasst mir mal wissen, was eure Krisen waren, wann ihr aufgestanden seid und wo ihr im Leben steht. Und wie gesagt, wir haben es alle selber in der Hand. Wir sind unseres Glückes Schmied. Wir müssen nur wollen und das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe dieses Jahr angefangen mit Ashtanga-Yoga und ich merke schon die Transformation. Ich werde bald boxen, wahrscheinlich gegen Uwe, habe dann ein, zwei blaue Flecke, aber wir müssen nur wollen. Jeder kann heute anfangen, sein Leben zu ändern. Die Frage ist nicht,
One Day oder Day One, sondern wann fange ich damit an? Und für mich ist heute Tag 1 der Veränderung. Und das kannst du in allen Bereichen machen, egal ob Gesundheit, Ernährung, mentale Einstellung, Freundschaften, aber auch finanzielle Intelligenz. Mehr Informationen natürlich bei mir auf dem Kanal. Macht's gut. Danke, Uwe.